Schönen Abend. Ich hoffe, Sie können mich hören. Zumindest im Technikcheck vorhin hat es funktioniert. Herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Preußer. Ich bin Leiter der klinischen Abteilung für Onkologie an der MedUni Wien. Und gemeinsam mit meinem Kollegen, dem Professor Bartsch, bin ich Veranstalter dieser Seminarreihe, die auch in Kooperation und mit Unterstützung des Bundeskanzleramtes Sektion Frauen und speziell auch der Frau Bundesministerin, Frau Dr. Raab, abgehalten wird. In dieser Webinarreihe besprechen wir unterschiedlichste Themen rund um das Thema Krebs bei Frauen. Heute haben wir was ganz besonders Wichtiges wieder im Programm, nämlich die Krebsfrüherkennung. Und das wird Ihnen geläufig sein. Da gibt es einige Untersuchungen, Selbstuntersuchungen, also Untersuchungen, die man selber durchführen kann, aber eben auch apparative Diagnostik, wie zum Beispiel die Mammographie oder der berühmte Pap-Abstrich, der beim Frauenarzt, bei der Frauenärztin gemacht wird. Um diese Themen Ihnen heute näher zu bringen, haben wir eine sehr kompetente Kollegin gewinnen können aus Innsbruck, die Frau Oberärztin Brunner. Vielen Dank fürs Dabeisein. Sie ist Gynäkologin in Innsbruck, Oberärztin dort an der Universitätsklinik, hat mehrere Auslandsaufenthalte absolviert, ist Mitglied mehrerer Fachgesellschaften und hat einen Themenschwerpunkt eben auf gynäkologische Krebserkrankungen. Als kleinen Überblick, als kleinen Teaser, hier die Übersicht der Themen, die heute besprochen werden. Es geht eben, wie gesagt, ums Mammographie-Screening und das Pap-Screening. Ab welchem Alter ist das Screening sinnvoll? Auch das Thema familiäre Belastung Brustkrebs wird besprochen werden. Das Angelina Jolie-Gen, sogenannte, werden Sie ja schon gehört haben. Und was bedeutet das für Vorsorgeuntersuchungen, Screening-Untersuchungen? Ist der Pap-Abstrich denn überhaupt noch notwendig, wenn man HPV geimpft ist? Und was ist diese HPV-Impfung denn eigentlich überhaupt? Und ist es zu empfehlen? Und für wen? Ja, und damit darf ich eigentlich das virtuelle Mikrofon schon übergeben. Frau Dr. Brunner, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich freue mich schon auf den Vortrag. Circa eine halbe Stunde haben wir immer eingeplant für den Vortrag, plus minus. Und danach gibt es noch eine Diskussionsrunde. Bitte alle, die uns heute zuhören, gerne jederzeit, auch schon während des Vortrages, Fragen in den Chat schreiben, die werden wir dann nachher aufnehmen und beantworten. Und damit, Frau Dr. Brunner, übergebe ich an Sie. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Professor Preußer, es freut mich wirklich, heuer wieder bei der Webinarreihe Forum Krebs bei Frauen mitwirken zu dürfen. Wie gesagt, heuer mit einem sehr spannenden Thema für mich, das Screening. Und ich denke, wir Gynäkologinnen und Gynäkologen haben wirklich das Privileg, unseren Patientinnen, die ja meistens gesunde Patientinnen auch sind, die zur Vorsorge zu uns in die Praxis kommen, zwei Screening-Untersuchungen anbieten zu können, wo wir Krebsarten frühzeitig erkennen können. Anders als beim Brustkrebs ist es die Mammographie, die wir den Patientinnen anbieten können. Und beim Gebärmutterhalskrebs ist es der Pap-Abstrich, den wir durchführen können. Sie sehen, ich habe hier die HPV-Impfung auch angeführt. Die HPV-Impfung hat jetzt in dem Sinne nichts mit Screening zu tun, aber ich möchte auch kurz nochmal damit da eingehen, weil Sie natürlich auch mit den Fragen bezüglich Pap-Abstrich sehr eng in Zusammenhang stehen. Aber die HPV-Impfung, glaube ich, ist jetzt wirklich eine Revolution und nicht nur bei Frauen, sondern auch bei Männern. Wir können Krebsentstehung verhindern durch diese Impfung. Zuerst möchte ich nun zur Krebsfrüherkennung bezüglich Brustkrebs eingehen und hier nochmal zur Mammographie und zur Selbstuntersuchung. Warum brauchen wir bezüglich Brustkrebs eine Früherkennung? Wir wissen, der Brustkrebs ist immer noch die häufigste Tumorerkrankung bei der Frau und die erwartete Zahl an Brustkrebsfällen in der EU in ca. in 28 Staaten liegt bei über 400.000 pro Jahr, von denen ca. 1% männliche Patienten sind. Damit im Zusammenhang stehen 100.000 brustkrebsbedingte Todesfälle pro Jahr. In den meisten westlichen Ländern haben wir jetzt aber bemerkt oder auch Gott sei Dank gesehen, dass die Sterblichkeit sinkt. Und warum ist das so? Natürlich, weil unsere Therapien in der Onkologie besser werden, aber weil wir auch in der Früherkennung besser werden. Das heißt, wir erkennen diese Tumore viel früher und können sie somit auch viel besser behandeln.
Aber es ist leider immer noch so, dass der Brustkrebs die häufigste Todesursache bei der Frau mit einer bösartigen Erkrankung ist. Hier nochmal bildlich dargestellt, und ich glaube, das ist sehr eindrücklich, die rote Kurve ist die Inzidenz, das heißt, die Anzahl der Neuerkrankungen, die steigt stetig, aber das ist nicht so, weil der Brustkrebs einfach zunimmt, sondern weil wir ihn viel früher entdecken. Aber das Erfreuliche ist eigentlich die grüne Kurve. Wir sehen, dass die Sterblichkeit bei Brustkrebs abnimmt. Gibt es irgendwelche Hinweise oder sagen wir so Prognosefaktoren, wo man sagen, also diese Patientinnen oder dieses Tumorstadium ist relativ schlecht bezüglich 5-Jahres-Überleben oder die haben eine relativ gute Prognose? Und da wissen wir, beim Brustkrebs ist es hauptsächlich das Alter. Das Erfreuliche bei dem linken Dinkendiagramm ist, dass das perzentuelle 5-Jahres-Überleben also relativ gut ist beim Brustkrebs. Nur bei den sehr jungen Patientinnen sehen wir, dass das etwas schlecht ist und auch bei den älteren. Bei den jüngeren Patienten wissen wir, dass sie sehr häufig an sehr aggressive Brustkrebsarten erkranken. Und natürlich hängt das 5-Jahres-Überleben auch zusammen, wann wir den Brustkrebs entdecken. Und wir wissen, je später wir den Brustkrebs entdecken, umso eher besteht die Gefahr, dass dieser Brustkrebs schon sehr weit fortgeschritten ist und die Patientin natürlich an dem auch dann versterben. Generell möchten wir ja wissen, was erhöht das Krebsrisiko. Jetzt beim Lungenkrebs wissen wir, okay, das ist das Rauchen, aber jeder weiß, der als Gynäkologe oder Gynäkologin arbeitet, unsere Patientinnen sind meistens junge, sehr fitte Patientinnen und da haben wir eigentlich nicht so einen richtigen Hintergrund oder so eine richtige Erklärung, warum diese Patientinnen jetzt zum Beispiel an Gebärmutterhals oder Brustkrebs erkranken. Hier ein allgemeiner Überblick, dass man jetzt auch herausgefunden hat, dass unsere Lebensgewohnheit, also unser Lifestyle, sehr wichtig ist bezüglich Krebserkrankung, sagen wir im Allgemeinen. Zum Beispiel Rauchen und Übergewicht hat einen großen Einfluss, aber auch die körperliche Aktivität, das heißt der Sport, hat einen sehr großen Einfluss. Die Ernährung sicherlich auf und auch die Infektionen. Bei den gynäkologischen Tumoren ist es eine HPV-Infektion, aber auch Hepatitis-Infektionen oder HIV-Infektionen. Wir wissen, dass das weibliche Geschlecht per se auch ein Risikofaktor ist, zum Beispiel für Brustkrebs oder für Eierstockkrebs. Und das bringen wir natürlich in Verbindung mit BRCA1 und BRCA2. In der Gynäkologie ist es auch die ganze Hormonersatztherapie, die wir den Patientinnen anbieten, die hier auch für Risiken birgt, an Brustkrebs zu erkranken zum Beispiel. Hier nur einen kleinen Ausflug in die Geschichte. Also es hat schon 1985 eine Studie gegeben, also Untersuchungen gegeben, wo man gesehen hat, die Patientinnen, also Athletinnen, die sich sportlich betätigen, ein sehr niedrigeres Risiko haben, an Brustkrebs zu erkranken als Patientinnen, die sich nicht sportlich betätigen. Eine weitere Untersuchung hat gesagt, dass man das Risiko eigentlich auf die Hälfte reduzieren kann, wenn man fast 4 Stunden Sport in der Woche betreibt. Natürlich, wenn das jemand Zeit hat, ist das gut, aber das ist sicher eine Empfehlung, was man machen kann. Vielleicht nicht nur nicht unbedingt vier Stunden, aber mindestens 1 oder 2 Stunden würde das Risiko sicherlich reduzieren. Das ist ganz eine interessante Darstellung. Kann man davon ausgehen, wenn zum Beispiel Japanerinnen generell ein niedrigeres Brustkrebs- oder Krebsrisiko haben, wenn die dann umziehen, zum Beispiel in die USA wandern und dort die Lebensgewohnheiten annehmen, ist es so, dass die Japanerinnen per se einfach ein geringeres Risiko haben, an Krebs zu erkranken? Oder ändert sich das? Und diese Studie hat gezeigt, dass sich das sehr wohl geändert hat. Diese Japanerinnen, die dann in die USA eingewandert sind, die haben dann mehr Alkohol getrunken, die haben auch mehr geraucht und die haben auch mehr Kalorien zu sich genommen durch das Essen, das es in Amerika gegeben hat. Und die hatten dann insgesamt auch einen höheren BMI. Und zum Schluss hat man gesehen, dass sich die Brustkrebshäufigkeit bei diesen Japanerinnen, die ausgewandert sind, auch erhöht hat. Nun zur Mammographie. Was bedeutet eigentlich Screening? Screening heißt Früherkennung. Das heißt, wir wollen
den Tumor so früh wie möglich erkennen, um die Sterblichkeit an dieser Erkrankung zu senken. Das heißt, durch das Screening können wir nicht verhindern, dass der Tumor entsteht, aber wir können ihn so früh entdecken, dass er sehr gut behandelbar ist. Der Vorteil, wie schon gesagt, ich kann es nicht verhindern, aber ich kann ihn frühzeitig entdecken. Und manchmal oder sehr oft ist es so, dass wir von unserer Therapie oder von unseren Behandlungen her zurückgehen können. Das heißt, die Operation muss nicht so groß sein, so ausgedehnt sein. Wir brauchen vielleicht bei frühen Stadien keine Chemotherapie, keine Immuntherapie, keine Antikörpertherapie. Und die Heilungschancen sind natürlich viel besser. Das heißt, wir sind sehr oft im kurativen Setting. Das heißt, wir können der Patientin sagen, wir können sie heilen und sie wird nicht an dieser Erkrankung sterben. Was ist das Problem beim Screening? Und das sehen wir häufig auch bei der Mammographie. Wir haben falsch negative Befunde. Falsch negativ heißt, dass der Befund, dass uns die Mammographie sagt, sie ist unauffällig, aber trotzdem ein Krebs entsteht. Es sind diese sogenannten Intervallkarzinome. Wir haben einen Abstand zwischen der ersten Mammographie und der nächsten Mammographie. Und es sind Karzinome, die genau in diesem Intervall wachsen und die wir dann nicht entdecken. Und es gibt auch falsch positive Befunde. Das heißt, dass die Mammographie uns sagt, hier ist ein auffälliger Befund, wir müssen dem weiter nachgehen und dann sich aber zum Schluss herausstellt, dass es gar kein Tumor ist. Und diese Strecke oder diese Zeitspanne von der Diagnostik, der bildgebenden Diagnostik, bis dass das abgeklärt ist und dass wir der Patientin sagen können, nein, es ist jetzt falsch, also das ist kein pathologisch oder maligner Befund, das ist natürlich für die Patientinnen sehr emotional belastend. Und oft gibt es auch Überdiagnosen. Wir wissen, es gibt oft Befunde, wo wir Diagnosen machen und wo wir dann aber wissen, hätten wir die Patientin jetzt nicht diagnostiziert, wäre sie vielleicht nicht an dieser Tumor, an dieser Diagnose oder an dieser Erkrankung gestorben. Was haben wir jetzt an Möglichkeiten bezüglich Brustkrebs für Screening? Und das ist sicher die Mammographie. Die Mammographie, die baut sich auf Röntgenstrahlen und es gibt die Sonographie, also Ultraschalluntersuchungen. Wie wird das jetzt in Österreich gehandhabt? Also die Patientinnen bekommen eine Mammographie und danach ist es so, dass nicht jede Patientin automatisch eine Sonographie bekommt, sondern der Radiologe je nach Bild entscheidet, ob noch eine Sonographie notwendig ist. Das heißt, es hängt auch sehr oft von der Drüsendichte der Brust ab. Wenn es eine sehr dichte Brust ist, ist die Mammographie schwer zu beurteilen. Dann wird der Radiologe entscheiden, ob die Patientin nochmals sonografiert wird. Man hat große internationale Studien gemacht, denn man muss ja herausfinden, Screening Brustkrebs, welche Patientin profitiert davon. Und international ist es so, dass die Patientin zwischen 50 und 69 Jahren von der Mammographie profitiert. In Österreich hat man diese Kernzielgruppe erweitert, das heißt, man hat das Alter nach unten gesetzt. Dort sind die 45-jährigen Patientinnen, die schon zum Screening-Programm eingeladen werden, bis zu 69 Jahren. Wie funktioniert das? Ab 45 Jahren wird bei Frauen die ICARD automatisch für eine Mammographie-Screening freigeschalten und sie können alle 2 Jahre zur Mammographie gehen. Und noch dazu bekommen sie alle 2 Jahre einen Erinnerungsbrief, dass sie zur Mammographie gehen können oder auch sollen. Jetzt ist es aber so, was passiert mit diesen Patientinnen, die 45 Jahre jünger sind? Können die auch zum Screening gehen oder älter sind als 69? Es ist so, es gibt die Möglichkeit, dieses Opt-in, das heißt Patienten oder Frauen, gesunde Frauen zwischen 40 und 44 Jahren können zum Mammographie-Screening gehen und auch ältere Patientinnen, das heißt ab 70 plus, können sie bei diesem Screening teilnehmen. Sie sind da nicht automatisch freigeschaltet, sondern sie müssen sich anmelden. Es gibt die Seite, die Internetseite www.früherkennen.at, auch eine sehr informative Seite. Ist es einmal möglich, bei der grünen Nummer anzurufen? Man gibt ja die Daten ab und sagt, man möchte zum Screening-Programm für Mammographie und dann wird man freigeschaltet. Aber man kann das auch online machen, das heißt, fülle ein Formular aus mit meinen Daten und dann wird automatisch die ICARD freigeschalten
Und alle 2 Jahre bekomme ich dann den Einladungsbrief und kann mich dorthin begeben. Es gibt natürlich Ausnahmen. Wann kann ich eine Mammographie durchführen? Und das ist immer dann, wenn ich Schmerzen habe in der Brust. Oder wenn ich selbst einen Tastbefund habe. Das heißt, ich habe irgendwas getastet und ich weiß nicht, was das ist. Dann habe ich immer Anrecht, eine Mammographie durchzuführen. Ein weiterer Grund für eine Mammographie ist sicher auch, wenn ich weiß oder wenn ich erfahren habe, dass es in meiner Familie mehrere Personen gibt, die an Brustkrebs erkrankt sind. Was muss ich machen? Es muss eine Überweisung erfolgen, das heißt, der Hausarzt oder der Gynäkologe, der niedergelassene Arzt muss eine Überweisung schreiben zur Mammographie und Sonographie. Und die kann ganz unabhängig sein vom Alter und vom Zeitpunkt. Und die kann eigentlich jederzeit möglich sein und die Überweisung erfolgt dann in einem Zentrum. Noch ein kurzer Ausflug zu Covid. Das sind sehr eindrückliche Kurven. Sie sehen diese blaue Kurve. Sobald Covid eingetreten ist, war es so, dass auch die ganzen Screening-Untersuchungen nicht mehr wahrgenommen wurden. Und in diesem Zeitraum ist es auch zu einem massiven Einbruch dieser Untersuchungen gekommen. Und was wir, also unsere Erfahrung in der Klinik war, dass diese Motivation, das heißt, dass die Patientinnen wieder in die Klinik gekommen sind, das relativ langsam vor sich gegangen ist. Also, dass dieses normale Screening oder diese normalen Einladungen, die Patientinnen wieder in die Klinik gekommen sind, ist relativ langsam vor sich gegangen. Nun noch mal kurz, gibt es eine Screening-Methode oder ändert sich die Screening-Methode, wenn wir eine familiäre Belastung haben? Wir haben bei den Vorträgen, Professor Singer vor mir hat es eigentlich schon sehr gut dargestellt, was heißt das, die genetische Disposition, also die genetische Mutation, das erhöhte Risiko am Brustkrebs zu erkranken. Und wir kennen alle Angelina Jolie, die sich auch geoutet hat, sie ist eine BRCA-Mutationsträgerin. Das heißt, sie hat eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit gehabt, an Mama, also an Brustkrebs zu erkranken. Wie schaut es aus? Es ist so, normalerweise ist es so, dass eigentlich jede 8. Frau an Brustkrebs erkrankt. 90% von denen haben keinen erblichen Brustkrebs. Aber 10% von denen, da gibt es die erblichen Varianten, von denen sind es nochmal 5%, die sie diese BRCA1 oder BRCA2-Mutation haben. Das heißt, es sind eigentlich gesunde gesunde Frauen, die aber bis im Laufe ihres Lebens einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit einerseits an Brustkrebs oder auch an Eierstockkrebs zu erkranken. Es gibt zwei Methoden oder es gibt zwei Vorschläge, die man diesen Patientinnen machen kann. Der erste Vorschlag ist, dass man das ganze Drüsengewebe im Rahmen einer Operation entfernt und so mit einer Risikoreduktion macht. Aber wir haben auch Patientinnen, die sagen, nein, ich fühle mich gesund, ich bin noch gesund, ich möchte noch keine Operation. Und diesen Patientinnen können wir dann eine intensivierte Vorsorge anbieten. Das heißt, eine intensivierte Vorsorge, dass die halbjährlich eine Bildgebung haben, Mammographie, Sonographie im Wechsel mit Magnetresonanz. Wie gesagt, BRCA1, BRCA2-Mutation ist sicher die häufigste Mutation bei Frauen. Und wir sehen hier, wenn man das Lebenszeitrisiko bei BRCA1 anschaut, die haben eine 80-90%ige Wahrscheinlichkeit, an Brustkrebs zu erkranken. Wenn Sie jetzt oben die linke Kaplan-Meier-Kurve anschauen, auf der unteren Zeile sehen Sie die Einheiten 20, 30, 40, das sind die Jahre. Und Sie sehen so, Mitte 20 steigen die Kurven an. Das heißt, das Brustkrebsrisiko ist nicht in sehr jungen Jahren, ja schon in jungen Jahren, aber so ab 20, 22 steigt das Risiko wirklich an, an Brustkrebs zu erkranken. Die rechte Kurve, die zeigt das Lebenszeitrisiko an, wenn die an Eierstockkrebs erkranken. Bei der BRCA1-Mutation sind es ca. 60%, die in Zeit ihres Lebens an Eierstockkrebs erkranken. Bei der BRCA2-Mutation ist es ca. 30%. Aber hier muss man nochmal ganz genau schauen, hier sind es nicht die ganz jungen Patienten, also die 20, 25-Jährigen, sondern das Risiko bei BRCA1 steigt so ab 40 Jahren und bei BRCA2 so circa ab 50 Jahren an.
Es gibt aber auch immer wieder Fälle, wo Patientinnen zu uns kommen und die haben eine sehr auffällige Familienanamnese. Die Mutter ist an Eierstockkrebs erkrankt. Es sind Tanten oder Großeltern an Mammakarzinom erkrankt. Und wir machen eine Mutationsanalyse und sehen aber, dass diese Patientin keine BRCA-Mutation hat. Trotzdem müssen wir der Patientin sagen, dass sie eine Hochrisikopatientin ist, an Brustkrebs oder Eierstockkrebs zu erkranken. Denn von genetischer Seite müssen wir der Patientin sagen, dass wir vielleicht noch nicht alles wissen, dass es irgendwelche Mutationen gibt, die Brustkrebs und Eierstockkrebs auslösen können, die vielleicht in der Familie vorliegen, die wir aber eigentlich noch nicht kennen. Deshalb können wir auch diesen Patientinnen eine intensivierte Früherkennung anbieten. Und das heißt, zuerst einmal ist die ärztliche Brustuntersuchung, also das Abtasten, sollen die Patientinnen selbst und auch einmal jährlich von einem Arzt, einem Spezialist ab 18 Jahren. Und auch hier ist es so, dass wir diesen Patientinnen die Magnetresonanz anbieten können. Das heißt, einmal jährlich ab dem 25. Lebensjahr. Und das MRT ist auch immer ein bisschen abhängig, wie alt die jüngste Erkrankte war. Und wenn jüngste Erkrankte zum Beispiel in der Familie 30 Jahre war, dann sollte unsere Ratsuchende mit 25 Jahren beginnen, ein MRT zu machen. Die Mammographie einmal jährlich ab dem 35. Lebensjahr und die Sonographie ergänzend. Wie schaut es aus mit der Selbstuntersuchung? Wir haben auch immer wieder in der Klinik Patienten, die sagen, ich darf nicht, warum soll ich mich abtasten? Aber das ist nicht so. Also ich denke, der Spruch, geben Sie sich in Ihre erfahrenen Hände, in Ihre eigene Hände, das ist sicher ein sehr wichtiger Spruch. Und durch regelmäßige Selbstuntersuchung kann die Frau selbst sicher kleine Veränderungen frühzeitig erkennen. Man hat untersucht, wie groß muss diese Raumforderung sein, dass sie die Frau selbst erkennen oder tasten kann. Wenn sie eine gelegentliche Selbstuntersuchung macht, sind es ca. 2,2 cm, die eine Frau selbst in der Brust ertasten kann. Macht sie eine regelmäßige Selbstuntersuchung, so sind auch die Hände geschult. Das heißt, die Läsion kann schon kleiner sein, ca. 1,5 cm. Und bei regelmäßigen Mammographien ist es so circa ein halbes Zentimeter, das wir bei der Mammographie entdecken. Wieso soll eine Selbstuntersuchung überhaupt durchgeführt werden? Und das sehen wir bei unserer täglichen Arbeit. Es kommen Patientinnen rein und sagen, ich habe selbst was getastet. Und dann kommen sie weiter zur Mammographie und dann wird weitergeschaut und wird dieser Herd abgeklärt. Wann soll diese Untersuchung stattfinden? Also es soll generell einmal im Monat stattfinden. Hat die Patientin noch ihre Regelblutung, dann soll das so 3 bis 7 Tage nach Beginn der Regelblutung sein. Wenn sie keine Regelblutung mehr hat, dann soll die Patientin oder die Frau selbst einen fixen Tag im Monat festlegen. Und wie soll das vor sich gehen? Also ich denke, das Wichtigste ist, dass man diese Untersuchung auch vor einem Spiegel macht. Man soll sich anschauen und auch einmal nur, vor dass man tastet, die Hautoberfläche beurteilen. Gibt es Einziehungen, Wellungen, Rötungen oder Verhärtungen? Und das sieht man meistens, wenn man die Arme nach oben schlägt, ob sich die Haut bei der Brust verändert oder nicht. Beim Abtasten gibt es sehr viele verschiedene Methoden. Aber ich denke, das Wichtigste ist, dass man die Brust selbst wie eine Torte einteilt in 4 Teilen. Und dann jedes Segment mit den Fingern oder mit der flachen Hand einzeln abtastet. Wichtig ist auch, dass man die Achselhöhle nicht vergisst. Die meisten Karzinome oder bösartige Erkrankungen liegen oben außen Richtung Achsel. Natürlich auch die Brustwarze, auch ein zentraler Punkt. Wenn Sie merken, dass es zu einer Einziehung der Brustwarze kommt, wenn es zu einer Sekretion kommt, überhaupt einseitig, blutig oder milchig, sollte das immer abgeklärt werden. Das war jetzt ein kleiner oder ein Überblick bezüglich Vorsorgeuntersuchung bei Brustkrebs. Nun möchte ich übergehen zu Gebärmutterhalskrebs. Welche Krebsfrüherkennung haben wir dort? In der Gynäkologie oder bei Tumoren im Unterleib müssen wir sicher unterscheiden, gibt es eine Früherkennung oder gibt es eine Vorbeugung. Früherkennung bedeutet,
Wir können, wie schon gesagt, den Krebs in einem Frühstadium erkennen. Und wie ist das dann möglich bei gynäkologischen Tumoren? Das ist sicher der BAP-Abstrich. Und wir müssen wissen, in der täglichen Praxis ist es so, dass wir hauptsächlich ja mit gesunden Frauen zu tun haben, die zu uns kommen zur Vorsorge und eigentlich nur wissen möchten, ob sie gesund sind. Früh erkennen heißt, wir können den Krebs frühzeitig erkennen. Vorbeugen heißt, wir können vermeiden, dass Krebs überhaupt entsteht. Und ich glaube, das ist die Revolution momentan bei uns und das ist die HPV-Info. Nun nochmal zum BAP-Abstrich. Wie erfolgt so ein BAP-Abstrich? BAP-Abstrich, die Frau begibt sich auf den gynäkologischen Stuhl, wie Sie hier rechts sehen. Man macht eine Spiegeleinstellung. Hier, das ist der äußere Muttermund. Man schaut sich den an. Und hier macht man einen Abstrich. Und dieser Abstrich kann entweder mit einer Bürste, das sehen Sie unten, oder mit einem Spatel erfolgen. Und das soll ab dem 20. Lebensjahr erfolgen. Was wird dann gemacht? Es wird ein Abstrich auf einem Glas durchgeführt und dort sieht der Pathologe dann die Zellen und diese Zellen werden dann beurteilt, ob das normale Zellen sind, die an den Gebärmutterhals vorkommen oder ob das auffällige Zellen sind. Das ist der Herr Papanikolaou, der diese Methode eingeführt hat. Warum sollen wir das machen? Weil durch diese veränderten Zellen können wir einschätzen, oder auch beobachten, ob es schon Vorstufen vor den Gebärmutterhals gibt und Gebärmutterhalskrebs gibt und dementsprechend das auch behandeln. Das heißt, wir möchten, vor ein invasives Karzinom entsteht, das entdecken und somit den invasiven Teil, also den Krebs, vorbeugen. Wenn wir hier sehen, wie hoch ist die Inzidenz und die Mortalität beim Cervixkarzinom, da reden wir wirklich vom Krebs und wir sehen hier die hellgrüne Kurve, dass die Inzidenz von Krebs durch diese Entdeckung von Vorstufen drastisch nach unten gegangen ist. Nun noch zur HPV. HPV, das ist ein Virus und es gibt insgesamt ca. 30 HPV-Typen im Genitalbereich, die von Bedeutung ist. Wir unterteilen hier zwischen High Risk und Low Risk. High Risk bedeutet zum Beispiel 16 und 18. Das sind diese Viren, die bis zu, also jetzt 80%, 16 und 18, die hauptsächlich den Gebärmutterhalskrebs auslösen können. Und dann gibt es Low Risk Viren. Die sind nicht minder unwichtig bei uns in der Gynäkologie, aber auch in der Urologie. Die machen diese unangenehmen Genitalwarzen. Was ist das Gute bei der HPV-Infektion? Dass wir eine sehr hohe Selbstheilungsrate haben. Also nicht jede HPV-Infektion muss sofort behandelt werden. Wie können wir uns vor dieser HPV-Infektion schützen? Wie gesagt, einmal durch die Impfung. Zweitens auch durch Barrieremethoden, wie zum Beispiel durch das Kondom. Wie wird so ein HPV-Abstrich abgenommen? Ich behaupte immer, eine Frau merkt es gar nicht, wenn sie auch zum BAP-Abstrich kommt, denn der Abstrich ist eigentlich dasselbe. Das ist die idente Abnahmetechnik. Und wie gesagt, warum? Ich glaube, das haben wir schon beantwortet, weil diese HPV-Infektion sehr karzinogenisch und dann hat man einfach ein sehr hohes Risiko, wenn man diesen HPV-Heilungsbefall hat, an einen Cervixkarzinom, einen Gebärmutterhalskrebs zu erkranken. Wie oft soll der durchgeführt werden? HPV soll nicht wie BAP-Abstrich jedes Jahr, sondern alle 3 Jahre durchgeführt werden und das ab dem 30. Lebensjahr. Was passiert, wenn der HPV-Test negativ ist? Dann kann die Patientin wieder nach 3 Jahren zur Kontrolle kommen. Ist der HPV-Test positiv, dann haben wir auch den BAP-Test, also den BAP-Abstrich, der uns sagt, wie schauen die Zellen aus. Und dann wird noch eine Kolposkopie durchgeführt. Das ist so ein Aufsichtsmikroskop, wo ich nochmal mit einer Vergrößerung genau beurteilen kann, wie der Gebärmutterhals, wie das, die Zellen dort an der Gebärmutter oder die Schleimhaut besser gesagt dort an der Gebärmutter ausschaut. Und wenn es irgendwie verdächtig ausschaut, habe ich in diesem Fall dann die Möglichkeit, Biopsien, also Proben zu entnehmen oder weitere Eingriffe zu machen.
Nur nochmal hier eigentlich bildlich dargestellt, dass man das nochmal versteht. Oben die Gebärmutter, unten die Scheide und in der Mitte eben ist dieser Gebärmutterhals, unten mit der Bozio, also mit dem Muttermund. Und genau dort ist diese Transformationszone, also diese Umwandlungszone, wo wir diese Zellen untersuchen. Normal ist es so, dass diese Basalzellen unauffällig sind. Die Trennschicht ist diese Basalmembran. Kommt es jetzt zu dieser Infektion hier in grün dargestellt, diese HB-Viren, die nach unten wandern und diese Basalzellen verändern? Ist denn das Gute daran, wenn diese Virusinfektion ist, dass das dort eigentlich gar nichts macht und es kommt zu einer spontanen Heilung bis zu 90%? Ist denn aber nicht so, so kann es passieren, dass dort Vorstufen entstehen. Und Sie sehen hier diese violetten Zellen, das sind Vorstufen von Krebszellen, die sich hier verändern, können dann von ZIN1 auf ZIN2 gehen und irgendwann durchbrechen sie unten diese Schutzmembran und dann wird es zu einem invasiven Karzinom, also zu einem Gebärmutterhalskrebs. Es ist auch so, diese Vorstufen, bis die zum invasiven Karzinom waren, dauert ziemlich lange, im Durchschnitt circa 10 Jahre. Also man hat dort auch genug Zeit zu handeln und diese Vorstufen zu therapieren. Wie wird nun dieses HPV übertragen? Also die Hauptübertragung dieses Virus sicher sexueller Kontakt. Das kann aber natürlich auch mit den Fingern passieren oder oral passieren. Und natürlich auch dort, wo Schleimhaut ist, infiziertes Gewebe, also Genital-Analschleimhaut, aber auch in der Mundhöhle und auch bei den Männern hauptsächlich im oberen Respirationstrakt. Nun schon wie angekündigt, wir haben die HPV-Impfung und die ist schon seit 2014 aktiv, aber jetzt im Februar 2023 hat es wieder eine neue Regelung gegeben. Das heißt, die Impfung, die kostenfreie HPV-Impfung für alle wurde jetzt noch erweitert vom Lebensjahr her. Es ist jetzt ab dem 9. Lebensjahr wird geimpft bis zum vollendeten 21. Lebensjahr. Und welcher Impfstoff ist in Österreich zugelassen? Es ist der Neunfachimpfstoff. Der wird zweimal gegeben im Abstand von 6 Monaten. Und ab dem vollendeten Lebensjahr, wenn dann die Frauen oder Männer sich impfen lassen wollen, müssen 3 Dosen gegeben werden. Nun, wichtig ist, dass nicht nur Mädchen sich impfen lassen sollen, sondern das betrifft auch Buben. Und wann sollen sie sich impfen lassen? So früh wie möglich. Also 9 Jahre ist schon gerechtfertigt. Man soll das vor dem ersten sexuellen Kontakt machen. Ideal ist das in der Schule als Schulimpfung. Es gibt eine allgemeine Impfempfehlung. Das heißt, wie lange soll man die Patientinnen impfen? Das ist also die Frauen impfen und die Männer, das heißt bis zum 30. Lebensjahr. Und warum soll man jetzt auch die Männer oder die Buben impfen? Weil wir wissen auch, es gibt sehr viele Erkrankungen, hauptsächlich diese oropharyngealen Karzinome, die durch HPV ausgelöst werden und so natürlich auch durch diese Impfung verhindert werden können. Hier nochmal leider etwas unübersichtlich, aber das sieht man auch auf der Seite des Bundesministeriums, kann man das nachlesen. Das ist der Impfplan von Österreich 2023. Hier nochmal dargestellt die Impfempfehlung vom vollendeten 9. Lebensjahr. Und also bis 21 ist es dann gratis. Und die Empfehlung selbst sollte bis zum 30. Lebensjahr sein. Was ist neu? Wie gesagt, Impfung bis zum 21. Lebensjahr. Aber es ist jetzt auch neu, dass Österreich, also das Land, die Kosten übernimmt, wenn eine Frau eine Konisation hatte, die durchgeführt wurde, weil dort eine höhergradige zervikale, also eine höhergradige Veränderung, sogenannte ZIN2 oder ZIN3, festgestellt wurde. Und diese Impfung wird dann bis zum 45, also die Kosten dieser Impfung wird dann bis zum 45. Lebensjahr übernommen, aber das ist eine chefärztliche Bewilligung, das heißt, man muss aktiv einen Antrag machen. Nun abschließend möchte ich sagen, es gibt eine tertiäre Prävention. Ich glaube, das ist die Aufgabe von unseren Onkologen, den Patientinnen an einen Tumor hier, besonders an den Cervix, also Gebärmutterhalskrebs, erkrankt sind, dann können wir eine Therapie anbieten.
Sicherlich sinnvoll ist die sekundäre Prävention. Das heißt, wir müssen ein Screening durchführen. Wir müssen so viel wie möglich Patientinnen so früh wie möglich diagnostizieren in einem Frühstadium, um so wenig wie möglich Therapie machen zu müssen und ihnen eine gute Heilungschance zu geben. Und sicher, bei jeder Tumorentität wird die primäre Prävention unser Ziel sein. Und das haben wir jetzt beim Gebärmutterhalskrebs erreicht. Das ist die Impfung. Und zum Abschluss nochmal ein Appell an alle. Wir können Gebärmutterhalskrebs verhindern. Und deshalb ist es wichtig, dass sowohl Frauen oder Buben und Mädchen sich impfen lassen. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank für diesen interessanten Vortrag. Ich sehe schon Fragen im Chat und würde einfach mal einige herausgreifen und darf das Publikum aber auch nochmal bitten und auffordern und ermuntern, ruhig noch weitere Fragen in den Chat zu schreiben. Es gibt Fragen rund um die Mammographie zum Beispiel. Zum Beispiel, wie läuft es denn ab, wenn in der Mammographie ein auffälliger Befund sich zeigt? Was sind da die nächsten Schritte? Wie kann man sich die weitere Abklärung vorstellen? Die Mammographie selbst muss nicht unbedingt an einem Zentrum durchgeführt werden. Es sind verschiedene Radiologen, die haben sich zertifiziert, um auch bei diesem Screening teilnehmen zu können. Und das heißt, sobald die einen auffälligen Befund haben, ist es so, dass diese Patientin dann an einem Zentrum zugewiesen wird. Und dort wird diese Mammographie nochmal begutachtet. Meistens wird nochmal ein Ultraschall durchgeführt und dann wird entschieden, was man aus diesem Befund macht. Es ist sehr häufig so, dass es eine Biopsie braucht, das heißt, eine Gewebprobe muss entnommen werden, damit man dann von der Histologie her, also der Pathologie, uns sagt, ist es eine bösartige Erkrankung oder ist es eine gutartige Veränderung im Tumor. Diese Biopsie oder diese Probe, die man da entnimmt, das ist eine Lokalnarkose, die man dort macht, also eine lokale Betäubung genau an dieser Stelle, wo diese Raumforderung gesehen wurde. Dann wird es mit Ultraschall genau eingestellt und dann wird diese Probe entnommen. Das sind sogenannte Stanzen und diese Stanzen werden dann vom Pathologen untersucht. Wenn der Pathologe schnell ist oder der Befund schnell ist, haben wir dann das Ergebnis zwischen 2 und 3 Tagen. Aber das kann auch bis zu einer Woche passieren. Und dann kommt die Patientin nochmal rein zur Befundbesprechung und dann wird mit ihr besprochen, was da rausgekommen ist. Gibt es auch den Fall, dass man das nicht biopsieren muss? Also dass man das zum Beispiel verlaufskontrolliert durch eine nochmalige Mammographie oder muss immer eine Probe entnommen werden? Nein, es ist so, es kann auch verlaufskontrolliert werden. Der Radiologe selber macht aber eine Einstufung. Das heißt, im Fachbegriff heißt das BI-RADS. Und diese BI-RADS-Klassifikation gibt an, was der Radiologe jetzt meint. Zum Beispiel BI-RADS 3 heißt für den Radiologen, es ist generell benigne, also gutartig, aber man muss es weiter beobachten. Ein BI-RADS 4 ist, dass der Radiologe sagt, mal, generell schaut es jetzt eher bösartig aus, aber ich brauche noch weitere Untersuchungen. Und dann ist es so, dass der das weiterschickt und da sitzen wieder Radiologen und die begutachten das wieder. Wenn die das runterstufen, müssen die das begründen und dann wird der engmaschiger kontrolliert. Aber wenn der das gleich befundet wie der auswärtige Radiologe, dann wird eine Biopsie durchgeführt. Wir haben auch oft Befunde, die weichen komplett ab. Und im Zweifelsfall wird dann immer für die Patientin entschieden, dass man sagt, wir machen eine Biopsie, eine Probe und dann haben wir schwarz auf weiß in der Histologie, ob das eine gutartige oder bösartige Läsion ist. Und die Patienten sind meistens damit einverstanden. Ist diese Probenentnahme sehr risikobehaftet? Auf der einen Seite und das andere, was man immer wieder hört von Patienten und Patientinnen, die Sorge, dass wenn man da irgendwo reinsticht, also eine Biopsie entnimmt, eine Probe entnimmt, dass man damit den Krebs erst recht böse macht oder Metastasierung auslöst oder so. Also das habe ich schon ein paar Mal gehört. Was ist da Ihre Meinung dazu? Ja, Risiko für Stanzen ist sicher, wenn die Patientin blutverdünnt ist. Also man sticht hier ja rein, man weiß nicht genau, wo die Gefäße ist. Also wenn die Patientin eine Blutverdünnung hat und das ist ja eigentlich keine
Akutintervention, das müssen wir eine gleich machen. Das heißt, wir haben immer ein bisschen Zeit, ein paar Tage Zeit, jetzt diese Blutverdünnung jetzt entweder umzustellen oder zu pausieren, denn das ist eigentlich so das Hauptrisiko, was wir haben. Man hat es auch untersucht, das heißt, diese Patientinnen, die man gestanzt hat und danach operiert hat, hat man sich nochmal diesen Stanzkanal angeschaut und hat da geschaut, ob da irgendwelche Tumorzellen drin sind, ob da irgendwas verschleppt wurde. Das war nicht so und meistens ist so, dass der Zugangsweg, wenn man diesen Brustkrebs operieren, ja unmittelbar am Tumor ist. Das heißt, wenn es zur Operation kommt, dass man das mit rausschneidet. Und ich erkläre dem Patienten schon auch so, das ist nicht irgendwas Flüssigkeitsgefülltes, wenn man da reinsticht, dass das dann überall rausrinnt oder so fast explosionsartig in die Luft geht, sondern dass das eine feste Masse ist und dass man von diesem festen Gewebe eine Probe entnimmt. Okay, und wenn sich dann bei dieser Biopsie herausstellt, dass es tatsächlich Krebs, was passiert dann eigentlich als nächstes? Dann hängt das auch ein bisschen ab, wo die Patientin ist und wer für Brustkrebs jetzt zuständig ist in diesem Haus. Bei uns sind es die Gynäkologen und die Chirurgen. Also primär kommt die dann zu uns ins Brustgesundheitszentrum, diese Patientin, und dort wird dann mit ihr besprochen, dass es sich hier leider um einen Brustkrebs handelt. Und dann werden die Zusatzuntersuchungen mit der Patientin ausgemacht und vereinbart. Und dann ist sicher der erste Schritt, dass diese Patienten alle im Tumorboard vorgestellt werden. Das heißt, das ist eine interdisziplinäre Angelegenheit. Das ist wichtig, dass das nicht eine Entscheidung von einem Arzt ist, sondern da sitzen dann mehrere. Meistens sitzen auch die Radiologen dort, die das diagnostiziert haben, der Pathologe, der uns über den histologischen Befund Bescheid geben kann. Dann der Onkologe und der Chirurg. Das heißt, für die Patientin wird von verschiedenen Ärzten danach erstens einmal noch die weitere Diagnostik festgelegt und dann auch die Therapie. Geht es Richtung Operation oder braucht man systemische Therapie, Chemotherapie, Immuntherapie? Okay, noch eine Frage zur Mammographie. Das ist ja eine Untersuchung, die Röntgenstrahlung verwendet. Das heißt, eine gewisse Strahlenbelastung ist da dabei. Und Sie haben die Sonographie, also Ultraschalluntersuchung der Brust auch erwähnt. Das ist ja eine Untersuchung, die keine Strahlenbelastung hat. Warum macht man nicht gleich eine Sonographie statt einer Mammographie? Ja, es ist so, wir brauchen beim Screening brauchen wir Untersuchungen, wo wir mal schnell einen Überblick bekommen. Und wenn man im klinischen Alltag ist, dann weiß man, dass man es nicht nur mit kleinen Brüsten, also dass nicht nur Frauen sind, die eine kleine Brust haben, eine Körpergröße A, sondern auch sehr große Brüste haben. Und da wäre es nicht möglich, dass ein Arzt von in der Früh bis spät die von oben nach unten durchschaltet. Das heißt, diese Fehleranfälligkeit ist da viel zu hoch. Und deswegen ist auch die Mammographie wichtig, dass man mal einen Überblick generell über die Brust kriegt. Das Zweite ist, wenn man das dann sieht, dann stimmt das schon. Wenn man da eine Läsion sieht oder einen auffälligen Befund in der Mammographie sieht, dann ist sicher der Ultraschall besser. Aber mit dem Ultraschall muss sie wissen, wo ich hinschaue. Also das heißt, die ganze Brust zu untersuchen, ist viel fehleranfälliger, als wenn ich die Mammographie mache. Aber der Ultraschall ist dann besser, wenn ich direkt hinschauen kann und dann beurteilen kann, wie schaut die Durchblutung aus? Wie schaut es am Rand aus? Das ist sicher ein Grund, warum man die Mammographie hergenommen hat. Und es gibt bei der Brust, und das sind hauptsächlich die Vorstufen, also diese DCIS, diese Vorstufen, die machen so Mikrokalzifikationen, also kleine Verkalkungen, und das sind in die Gänge drinnen und das sieht man mit dem Ultraschall nicht. Das heißt, wenn man eine Mammographie hat, diese Kalkspritzer, das ist ganz typisch für ein DCIS, für diese Vorstufen, und das sieht man nur bei der Mammographie. Okay. Zwei, drei Fragen zur speziellen Situation, wenn in der Schwangerschaft etwas auffällt. Also wenn zum Beispiel in der Schwangerschaft ein Knoten getastet wird, ist dann eine Mammographie möglich oder ist dann eher eine Sonographie empfohlen? Generell muss man von der Strahlenbelastung her sagen, dass die Mammographie, wenn sie indiziert ist, die eigentlich immer durchführbar ist. Aber jetzt hauptsächlich in der Schwangerschaft ist das gar nicht nötig, weil wir ja den Ultraschall haben. Und das heißt,
Wir haben einen Knoten, also wir haben eine Raumforderung und der Radiologe weiß mit seinem Ultraschall genau, wo er hinschauen muss. Das heißt, für den Schwangerschaft ist es sicher so, dass da der Ultraschall führend ist zur weiteren Bildgebung oder zur bildgebenden Diagnostik, zur Einstufung. Ist das was, wo ich noch warten kann, dass wir die Schwangerschaft beenden können und dann nochmal nachschauen? Oder ist das was, wo ich sofort Abprobe entnehmen muss? Sie haben erwähnt, dass die Mammographie erst ab dem 45. Lebensjahr empfohlen oder übernommen wird. Warum eigentlich nicht bei jüngeren Patienten oder Patientinnen oder Frauen? Ja, es ist so, wenn wir jetzt vom Brustkrebs reden, dann hat man immer das Gefühl, überhaupt in den letzten Jahren, dass immer mehr junge Patientinnen am Brustkrebs erkranken. Aber wenn man sich die Inzidenz, also das Auftreten von Brustkrebs anschaut, vom Alter her, sind das schon die um die 60-Jährigen unser Hauptaugenmerk, müssen wir auf diesen Patientinnen setzen. Das heißt, und das Screening heißt ja, dass wir schon eine bestimmte Anzahl an Erkrankungen brauchen, damit es auch wirkt und damit die Patientinnen auch davon profitieren. Bei den jungen Patientinnen ist es so, dass die Mammographie sehr schwierig ist und sehr anfällig für Fehler ist, weil diese jungen Patientinnen natürlich noch nicht im Wechsel sind und die Brust meistens sehr drüsendicht ist. Das heißt, in diesem Zeitraum ist es sehr schwierig, mit der Mammographie einen Überblick zu bekommen und dort diese Brust genau zu beurteilen. Und da würde man eigentlich viel zu viele falsch positive Aussagen treffen und sagt, jetzt machen wir doch eine Biopsie und dann kommt nichts raus, aber nur, weil die Brust so schwer zu beurteilen ist. Und wie ist das beim Pap-Abstrich? Also da geht es nicht um Brustkrebs, sondern um Gebärmutterhalskrebs. Ist das auch erst ab 45 oder ist das schon früher empfohlen? Na, das ist schon früher empfohlen. Eigentlich sollte es empfohlen sein ab dem ersten Geschlechtsverkehr. Also sobald die Patientin oder die Frau das erste Mal Geschlechtsverkehr hat, sollte sie auch einen Pap-Abstrich machen. Weil wir wissen ja, das wird ja hauptsächlich durch Geschlechtsverkehr übertragen, diese Veränderungen an den Gebärmutterhals. Deswegen, wir empfehlen es ab 18, wenn sie schon Geschlechtsverkehr hatte. Und wie oft dann? Sie haben es, glaube ich, erwähnt, aber nochmal, um sicher zu gehen. Einmal im Jahr. Einmal im Jahr den Pap-Abstrich und HPV alle 3 Jahre ab 30 Jahren. Wer sind? Stichwort HPV, da kommen jetzt ein paar Fragen zur Impfung und rund um HPV. Sie haben ja erwähnt, dass die Impfung bis jetzt neuerdings bis zum 21. Lebensjahr gratis ist. Es kommt aber immer wieder die Frage, auch bei älteren Personen, ob sie sich noch impfen lassen sollen. Das ist die erste Frage. Und falls ja und es dann selbst getragen werden muss, was kostet das? Die Empfehlung, und das haben wir auch bei den Studien gesehen, dass die HPV-Impfung kann sicher bis 30 oder auch bis 45 Jahren empfohlen werden. Das Problem ist, dass sie dort halt immer gratis ist, die Kosten relativ hoch sind. Das heißt, ab 21 brauchen die Frauen und Männer 3 Dosen und eine Dosis kostet 200 Euro. Also diese Impfung, die komplette Impfung, beträgt dann 600 Euro und ich glaube, das ist schon sind beträchtliche Kosten. Aber wenn man weiß, dass man damit Gebärmutterhalskrebs vermeiden kann, denke ich, ist das sicherlich eine sinnvolle Investition. Ja, und vielleicht kann man noch ergänzend dazu. Ja. Ich wollte nur ergänzend dazu sagen, das hat was Sie auch erwähnt, dass ja auch andere Krebserkrankungen durch HPV-Viren verursacht werden. Speziell auch Krebsarten im Rachen und im Mundraum. Und das ist eine Krebserkrankung, die erstens schwer zu behandeln ist und zweitens auch in der Inzidenz, also im Auftreten, sehr stark steigend ist. Und dass die HPV-Impfung auch eben in dem Bereich vor Krebs schützt. Ja, also ich würde das auch sehr, sehr unterstützen und unterstreichen wollen, dass die HPV-Impfung auch bei höherem Lebensalter als 21 sinnvoll ist und empfohlen ist, auch wenn teuer. Aber besser das als ein Gebärmutterhalskrebs oder ein Heinrückkarzinom.
Genau. Und man muss vielleicht erwähnen, und das sehen wir in der Gynäkologie, das ist jetzt, ist nicht jetzt ein Krebs, aber diese Feigwarzen werden ja auch, also ist zwar eine gutartige Läsion, aber die ist ja extrem lästig und unangenehm. Und durch diese HPV-Impfung können wir auch diese Feigwarzen verhindern. Und wenn wir sehen, wie viel wir, also das wird ja wirklich gelasert, wie viel wir von Laser eigentlich, Laseroperationen aufgrund von der Feigwarzenerkrankung haben, ist das schon auch ein wichtiger Punkt. Und bei uns in der Geburtshilfe spielen diese Feigwarzen auch wieder eine Rolle, weil natürlich über den Geburtskanal, wenn die Patientin mit Feigwarzen befallen ist, sich das Kind natürlich auch anstecken kann. Also High Risk ist das mit Gebärmutterhalskrebs, aber auch diese Feigwarzen eigentlich eine lästige Komponente ist, die wir mittragen. Sie haben erwähnt, dass es mehrere Impfungen gegeben hat über die Zeit. Aktuell ist Gardasil 9. Wie ist denn das? Gibt es andere Impfstoffe, erstens, die jetzt noch gebräuchlich sind? Und wie ist es bei jemandem, der vor längerer Zeit, also hier fragt jemand speziell 2007, 2008 HPV geimpft wurde, ist es dann sinnvoll, mit einem aktuelleren Impfstoff aufzufrischen? Es ist jetzt so, dass in Österreich das Gardasil noch zugelassen, also dass nur das Gardasil zugelassen ist als Impfstoff, als Neufachimpfstoff. Und auch wenn man früher, jetzt nicht 2009, aber jetzt zum Beispiel 2014, war das auch noch nicht der Neufachimpfstoff zugänglich. Das heißt, es hat es noch nicht gegeben. Und wenn man da mit dem anderen Impfstoff oder mit dem Impfstoff geimpft hat, der weniger HPV abgedeckt hat, denke ich, ist es sicher sinnvoll, dass man da nochmal eine Impfung macht und die anderen HPV noch dazu nimmt, also die jetzt Gardasil 9 abdeckt. Also das würde ich schon empfehlen, überhaupt bei den ganz alten Impfstoffen, die nicht mehr zugelassen sind. Ist auf jeden Fall noch zu empfehlen. Und müsste man dann dreimal impfen? Ja, es ist so, wenn man da. Das sind nur Empfehlungen, da gibt es keine Studien. Ja. Also jetzt, wenn das, wir wissen, dass der Effekt sehr lange anhält. Es gibt auch keine Empfehlung bezüglich Auffrischimpfung. Ich denke, einmal ist besser wie keinmal, wenn die Kosten, wir haben keine Studie, aber wenn die Kosten getragen werden, kann man sicher auch raten, dass es frisch die Dreifachimpfung ist. Das ist ja die Zulassung für Dreifachimpfung. Das andere haben wir ja keine Daten bezüglich Auffrischung. Und hat die Impfung Nebenwirkungen? Die ist relativ nebenwirkungsarm, wenn man sich anschaut, welche Wirkung die hat. Das muss man schon einmal sagen. Und das sind meistens diese lokalen Nebenwirkungen, die wir jetzt auch von Covid her kennen. Das heißt, dass die lokal einmal eine Reaktion macht, einmal eine Müdigkeit macht. Aber sonst eigentlich, dass die Langzeitfolgen oder sowas, was immer im Internet kursiert, da haben wir eigentlich vom Wissenschaftlichen her, von den Studien her, keine Bestätigung, dass das gegeben hat. Also sehr nebenwirkungsarm. Und wer impft eigentlich? Also wenn man sich jetzt impfen lassen möchte, wo geht man da hin? Hautarzt oder Gynäkologe? Wie funktioniert das genau? Ja, eigentlich der Kinderarzt, weil wir reden hier ja eigentlich noch von Kindern ab 9 Jahren. Den darf man nicht vergessen. Und dann auf der Seite vom Bundesministerium ist das ganz klar dargestellt, je nach Land, zum Beispiel in Tirol, Vorarlberg, sind dann die einzelnen Impfzentren aufgelistet, wo man da hingehen kann zum Impfen. Und es sind auch Frauenärzte, also Gynäkologen, die das durchführen können. Ja, dann. Und wenn jetzt eine Frau HPV geimpft ist, ist dann ein Pap-Abstrich überhaupt noch notwendig oder kann man mit den sparen? Na, man kann sich den Pap-Abstrich nicht ersparen, weil diese HPV-Impfung ja eigentlich nur diese High-Risk-Viren abdeckt, aber der Pap-Abstrich ja viel mehr kann. Das heißt, das zeigt uns Veränderungen von Zellen, die wahrscheinlich oder oft vielleicht gar nicht durch diesen HPV ausgelöst werden. Wir wissen, der Großteil vom Zervixkarzinom wird durch den HPV ausgelöst, aber es gibt noch einen kleinen Teil, der nicht vom HPV ausgelöst wird. Und den will man natürlich übersehen, sagen wir HPV negativ, wenn wir keinen Pap-Abstrich machen, dann sehen wir diese veränderten Zellen nicht bei diesem Pap-Abstrich. Also das ist eine sehr wichtige Information, von dem wir momentan noch nicht Abstand nehmen können.
Es gibt noch ein, zwei Fragen ums Thema erblich bedingter Brustkrebs. Das eine ist, wenn eine Brca-Mutation nachgewiesen ist, die Kinder aber noch minderjährig sind, die haben ja auch ein gewisses Risiko, die Mutation zu tragen. Ab wann müssen diese Kinder dann zur Beratung oder zum Screening? Vielleicht ein bisschen auszuholen, wenn eine Frau diese Mutation trägt, dann hat sie die Wahrscheinlichkeit, diese Mutation an ihren Kindern zu übertragen, sei es Bub wie Mädchen, 50%. Ja? Und wenn man sich jetzt nochmal diese Kurven anschaut, wann diese Trägerinnen, das sind ja sehr viele auch gesunde Frauen, wann diese Trägerinnen entweder am Brustkrebs oder Eierstockkrebs erkranken, so sehen wir beim Brustkrebs, dass das so ab dem 20., 25. Lebensjahr ist. Und beim Eierstockkrebs, Gott sei Dank, ist es noch viel später, ab dem 40. Lebensjahr. Das heißt, wenn eine Frau minderjährige Kinder hat, dann hängt es ein bisschen ab, wie die Kinder oder wie auch ihre Beziehung ist. Man kann das sicher mal vor dem vollendeten 18. Lebensjahr ansprechen. Aber bezüglich Beratung, dass man da in seinem Zentrum hingeht und sich beraten lässt, das würde ich eher erst ab 18 Jahren machen, weil die Patienten, also die Kinder dann auch vollmündig sind und auch selber entscheiden können. Weil diese Beratung, ob man jetzt diese Testung macht oder nicht, die hat ja Konsequenz. Das heißt, die müssen sich schon bewusst sein, es ist freiwillig. Das heißt nicht, dass das die Kinder oder die Betroffenen machen müssen. Aber wenn man diese Testung macht, und das erkläre ich auch immer unseren Ratsuchenden, dann hat es ja eine Konsequenz. Und möchten Sie mit der Konsequenz umgehen oder wie gehen Sie mit der um? Wir haben auch Frauen, die sagen, oder Ratsuchende, die sagen, ich gebe das gern weiter, dass das in unserem Familienstamm drinnen ist, aber ich will davon nichts wissen. Das ist auch, also das ist wirklich freiwillig und das ist kein Zwang. Aber ich sage, Kinder unter 18 Jahren kann man auch getrost noch nicht damit beschäftigen und muss sie auch noch nicht aufklären, weil das wirklich erst ab 20 so spruchreif wird. Wenn man sich noch bei dieser BRCA-Mutation, glaube ich, auch wichtig, bei der Brustkrebs haben wir eine Screening, also Mammographie, wo wir frühzeitig diesen Krebs entdecken können. Beim Eierstockkrebs ist es so, dass wir da noch leider kein Screening haben. Und deshalb ist es so, dass Genträgerinnen wirklich ab 40 Jahren dann empfohlen wird, um die Risikoreduktion durchzuführen, dass man dort die Eierstöcke und die Eileiter entfernt. Ich sage immer, Gott sei Dank ist das erst ab 40, weil bis dahin meistens die Familienplanung schon abgeschlossen ist. Und das ist ein wichtiger Punkt. Es gibt noch eine Frage von einem Herrn, der auch ein erhöhtes Brustkrebsrisiko aufgrund einer BRCA1-Mutation hat. Und fragt, was da in dieser Situation zur Risikominimierung zu unternehmen ist und an wen man sich da mit Fragen wenden kann. Die Männer sind sicher, das Brustkrebsrisiko ist jetzt nicht so erhöht, dass man da jetzt prophylaktisch was machen muss. Sie haben ein bisschen erhöhtes Risiko, aber das ist jetzt nicht so wie bei den Frauen. Bei den Männern ist es hauptsächlich das Prostatakarzinom, wo sie ein erhöhtes Risiko haben. Das heißt, sie müssen sich sicher in urologischer Behandlung oder Vorsorge geben. Was bei den Männern wichtig ist, dass man die halt auch aufklärt. Es kann ja sein, dass sie nicht daran erkranken. Es ist nicht so häufig wie bei Frauen, aber dass sie Genträger sind. Das heißt, dass sie ihre Erbinformation gleich weitergeben können an die Kinder, also 50-50, weil die meisten Männer, oder es gibt oft Fälle, wo die Männer sagen, ja, das betrifft mich ja nicht, ich kriege ja nicht Brustkrebs, das schon, aber ich kann das weitergeben. Und ich glaube, da hat man schon eine gewisse Verantwortung als Genträger der Information. Man muss niemand überreden, aber man muss informieren. Und wenn man auch nur den genetischen Flyer in die Hand drückt, dann hat man eigentlich das getan, was man da tun muss, aber man muss ja niemanden bekehren. Okay, vielen Dank. Absolute Punktlandung. Wir haben alle Fragen beantwortet, die im Chat gekommen sind. Vielen herzlichen Dank dafür. Danke nochmal für die Zeit und für die Expertise. Jetzt bleibt mir jetzt nur mehr das nächste Webinar anzukündigen. Das nächste Webinar
ist am 28.06. genau. Und da wird die HPV-Impfung, die wir eben heute auch schon erwähnt haben, als Schutz gegen Krebs nochmal sehr genau besprochen werden. Und unsere Vortragende wird die Frau Professor Aust sein, hier von der Gynäkologie und Frauenheilkunde an MedUni Wien, AKH Wien. Bitte wieder anmelden, wenn Sie Interesse haben. Würde uns freuen. Und damit schönen Abend und nochmal herzlichen Dank nach Innsbruck. Wiedersehen. Ja, schönen Abend.